Habt ihr euch schon mal gefragt, wozu man diese Kabel hier eigentlich braucht, solche genannte Y-Stecker? Wunderbar, dann seid ihr hier bei diesem Video genau richtig, heiße ich euch herzlich willkommen zu. In diesem Video geht es nämlich darum, wie man zwei Verstärker an einem Ausgang anschließt. Also jetzt ein CD-Player, ein Computer, ein Mischpult, ein Handy, völlig ganz egal, aber wie man halt zwei Verstärker daran anschließt. Darum geht es heute in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wenn ich jetzt zum Beispiel einen CD-Player an einen Verstärker angeschlossen habe, so wie es in jeder normalen Stereoanlage der übliche Fall ist, dann habe ich hier ja auf der einen Seite auch Zinch-Anschlüsse und auf der anderen Seite auch Zinch-Anschlüsse. Nun, jetzt hat der Verstärker bzw. der CD-Player aber nur einen Ausgang. Ich zeige dir mal eben kurz. Oder beziehungsweise hier ist es nicht der CD-Player, sondern der DVD-Videorekorder. Dann haben wir hier einmal den weißen Eingang oder Ausgang für Audio links und den roten für Audio rechts. Leider nur ein Ausgang. Wie kann ich denn daraus jetzt zwei machen, damit ich zwei Verstärker anschließen kann? Ganz einfach. Da kommen die gerade gezeigten Kabel ins Spiel. Na, jetzt verhängen sie sich ein bisschen. So. Dann habe ich hier die Möglichkeit, dass zum Beispiel, das hier wären ja dann meine Ausgänge aus dem CD-Player. Ja, also dieses Kabel würde in den CD-Player kommen. Und auf der anderen Seite hätte ich dann vier Ausgänge, jeweils für einen Verstärker. Also zwei für einen Verstärker, die anderen zwei für den anderen Verstärker. Ich mache das mal eben hier kurz vor. So, gehen wir hier jetzt mal mit der linken Seite. Ist das hier der Ausgang für die linke Seite? Gut. Dann habe ich jetzt einmal hier die linke Seite. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Zinch-Kabel, also zwei Zinch-Kabel braucht man schon. Ansonsten klappt das Ganze auch nicht. Für zwei Verstärker brauchen wir zwei Zinch-Kabel. So. Und jetzt habe ich hier schon mal zwei linke. Einmal für den einen Verstärker und einmal für den anderen Verstärker. Jetzt nehmen wir das, machen wir das gleiche mit der rechten Seite. So. Und gehen dann hier dann mit den rechten bzw. roten Steckern weiter. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, zwei Verstärker anzuschließen. Jetzt nehme ich mir diese mal eben hier vor. Ich mache aber mal eben hier das Lautsprecherkabel ab. Wie gesagt, jetzt haben wir hier unsere Kabel. Einmal für den einen und einmal für den anderen Verstärker. Das heißt, wir fangen mit dem roten Kanal an. Stecke den einfach hier irgendwo in den irgendeinen Eingang des einen Verstärkers und die andere rote Seite tun wir hier meinetwegen, ach komm, tun wir es hier in DVD rein und den tun wir dann hier in links rein, nach hier ist es übereinander, nein, hier ist es nebeneinander, darum, okay. Und somit hätte ich jetzt zwei Verstärker an einem Ausgang angeschlossen. Ganz einfaches Prinzip. Einfach hier durch die Y-Stecker. Aus 1 macht 2. Hier sind es halt 4, weil ich brauche ja jeweils 2 für einen Kanal. Darum sind es jetzt 4. So einfach ist es gemacht. Also, ihr braucht natürlich zwei Verstärker, zwei Zinch-Kabel und zwei Y-Stecker gibt es, ach, ab kleines Geld, also mit den ganzen Kabel kommt man summa summarum auf 20, 25, 30 Euro und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ganz einfach. Wie man das anschließt, habe ich euch gerade gezeigt und ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen weiterkommen und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Nachversuchen und ja, immer aufpassen, dass man sich da nicht vertut. Ganz genau, am besten vorher eine Zeichnung machen. Da spricht ja kein Mensch was gegen, weil wenn man sich dann vertut,
Manchmal merkt man es gar nicht und dann wundert man sich, warum kein Ton kommt. Alles klar, das dazu und ich wünsche euch noch viel Spaß bis zum nächsten Video. Euer Speakerschocker.